Victoria mit dem schmutzigen Mund hat ihren eigenen Thron. Bonsai! Jo, hallo und willkommen zum 2. Juni. Es ist Dienstag, außerdem Tag 279 von Vlogging the Family, das Jahr mit der Eiswürks-Familie. Ja, ich werfe einen Blick, Gießen brauche ich auf jeden Fall nicht, weil überall sind noch Wassertropfen und es ist noch nass. Denn offensichtlich hat es über Nacht geregnet. Vielleicht ist ja dieses Aprilwetter dann jetzt auch vorbei, weil gestern der Tag, der war ja echt für den Arsch. Hast du mal geguckt, schien die Sonne. Anschließend fing es an zu regnen, zu mieseln, dicke Wolken. Die Anna wollte ja mit den Schnuffelmäusen raus. War gar nicht zu dran denken. Immer wenn sie sich entschlossen hatte, so, ach, es regnet gerade nicht, wollte gerade raus. Ja, fing es wieder an zu mieseln. Nachher fahren wir, glaube ich, zusammen Brötchen holen. Oder nur ich. Weil wenn die Sonne so scheint, dann glaube ich nur ich. Wir werden sehen. Auf jeden Fall brauchen wir Brötchen. Und zusammen, weil wir beide an Geldautomaten müssen. Wie sieht es denn aus mit dem Schneckenfraß? Jo, hält sich in Grenzen. Das Schneckenkorn tut seine Arbeit oder den Schnecken ist es zu kalt. Weil ehrlich, für Juni ist es ganz schön frisch. Die Zucchini haben das Umpflanzen gut überstanden. Die sind wieder schön kräftig. Haben die Blätter oben. Schön. Bisschen Sorgen machen mir die Gurken. Nee, da in der Mitte, selbst bei der, kommt ein neues Blatt. Ja, die ersten beiden, die sind gleich braun geworden. Entweder war es der Gurke doch ein bisschen frisch, als er rausgeflogen ist aus dem Gewächshaus. Wobei, da war es ja gar nicht so kalt. Oder die beiden Blätter haben Sonnenbrand gekriegt. Ich denke eher letzteres. Es könnte sein, dass wir dieses Jahr schon erste eigene Äpfel kriegen. Hatte ich ja von diesem kleinen Mini-Baum so noch gar nicht erwartet. Ja, bei den Birnen, da waren ja 4 Blüten dran, aber ich glaube, der ist nichts von geworden. Nö, hatte ich auch nicht erwartet. Und mein zusammengelaufenes Schmetterlingsfutter, ich glaube, da muss ich mal ein wenig die Sense schwingen. Sonst kriegen die Aronia kein Licht. Und dann werden die Aronia-Beeren nicht. Auch sehr lecker. Also da waren ja an dem einen Busch letztes Jahr welche dran, als wir den gekauft haben. Die sind ja noch reif geworden. So eine Handvoll, vielleicht 10. Die waren schon sehr lecker. Also wenn die Büsche erstmal größer sind. Wir haben mal auf einem Geburtstag von Freunden von uns, haben uns mit einem anderen Gast unterhalten. Der hat 3 Aronia-Büsche. Der hat gesagt, also der macht von der Hälfte der Beeren macht er immer normalen Saft und Gelee. Und von einer Hälfte, da macht er selber Likör. Das werden wir nicht machen, also aufsetzen. Wobei unser Experiment mit den Brombeeren war eigentlich ganz gut. Also wir haben ja als Geschenk haben wir damals die Starkener Feldscheune aufgesetzt. Das war eigentlich ganz gut. So mit Wodka. Ach, könnte man sich ja nochmal überlegen. Wobei wir da vorletztes Jahr aber auch enorm viele Brombeeren hatten. Also da musste ja irgendwas mitmachen. Ja, bei dem coolen Wetter kann die Anna nachher auch mit den Schnuffelmäusen eine Runde drehen. Dann holen wir jetzt Brötchen und Geld. Eigentlich waren die Schnuffelmäuse ja schon mal wach, als ich aufgestanden bin. So eine halbe Stunde vorher ist erst Victoria und dann Charlotte wach geworden. Und zwar glockenwach, also hatte quasi ausgeschlafen. Aber bis jetzt hat sie noch nichts gezeigt von den beiden. Sind sie vermutlich wieder eingeschlafen, zusammen mit dem Schnuffel. Ja, im Moment, so niedlich wie die Schnuffelmäuse auch sind, sind sie allerdings momentan wieder ein bisschen anstrengend. Ich denke mal, es geht auf die nächste Entwicklungsstufe zu. Das freihändige Laufen. Momentan ist es so, dass sie echt ganz, ganz oft, ne, wenn sie nicht mehr weiter wissen oder einfachster Weg, mal eine Runde weinen. Ne? Sie dürfen was nicht anfassen, was jetzt vollkommen okay ist, wird geweint. Teilweise sind es sogar belanglose Sachen, aber ey, darf ich nicht haben? Das ist schon ein bisschen anstrengend momentan. Und es sieht halt momentan so aus, als wenn sie ihre Grenzen austesten, also was sie dürfen oder nicht dürfen. Es ist dann so, sie machen irgendwas und gucken mich dabei an, wo sie sich nicht sicher sind oder wissen, dass sie es eigentlich nicht sollen oder dürfen. Und dann machen sie es trotzdem und dann sagst du nein, gucken sie dich an, überlegen kurz, probieren es nochmal, ne? Sagt dann nochmal nein oder sagt Mama nochmal nein oder Papa, bis es dann halt klar ist, ja okay, nein heißt nein. Ne? Wusstest du nicht, dass es nur einmal probiert wird? Nö. Das Thermostat soll man nicht anfassen, vielleicht können wir es ja heute anfassen. Ne? Und probieren wir es halt 2 Tage später nochmal. Ja, das sind schon 2 kleine Schlitzohren. Ja, diese enorme Menge an Bargeld brauchen wir, weil heute unsere Ratternmöbel kommen. Quasi unser gemeinsames Geburtstagsgeschenk dieses Jahr. Da geht
Dianas Geburtstagsgeld und mein Geburtstagsgeld, was ich denn vielleicht kriege, bald, gehen damit rein. Ja, ist okay, weil die sind halt geritten, die wir haben. Wir brauchen halt neue und wir suchen ja schon relativ lange Zeit. Wir haben gesehen, selbst als Polyurethan ist es nicht viel billiger als Rattan. Also insofern kann man auch zu Rattan greifen. Heute leider nur 10 gekriegt. Aber ist ja kein Beinbruch. Wir hätten ja noch eingefroren. Das war ja jetzt nur, weil ich eh los musste. Alter, Dinge, über die man nicht nachdenkt. In Berlin-Brandenburg wird's Bargeld knapp, weil einer der größten Sicherheitstransportunternehmen streikt. Das ist ja krass. Na, hoffentlich kriegt die Anna nachher noch Geld. Na, kleine Victoria, du kleine, süße, niedliche. Ja, du siehst ja mit deiner Blümchenbluse richtig sommerlich aus. Und ziehst du deine Haare immer länger. Dann willst du sicher gehen, dass da keine Locken drin sind und ziehst du deswegen immer lang? Na, kleine Süße? Kleine süße Charlotte? Kleine Randale-Maus, die dann doch noch wieder eingeschlafen ist? Kleiner Randalika? Nein, das ist mein Papier. Das ist Papa-Abwischpapier. Also nicht zum Papa abwischen, aber der wischt damit ab, ne? Wir haben gerade das Laufgitter rausgestellt. Ihr könnt heute draußen bleiben. Ist voll schön draußen. Ist warm. Ein bisschen windig, aber warm. Hast du deinen Finger da durchgeschoben? Kleine Süße. Meine Schwester schläft. Und der süße Schnuffel. Gebt mir Joghurt! Soja-Joghurt! Hallo Schnuffel, machst du die Wäsche? Ja, Schnuffel macht die Wäsche. Und die Schnuffelmäuse noch draußen oder wieder drin? Schlafen sie? Ja. Cool. Das eine Kind will Creme essen und das andere will Staubsaugen. Ja, da sind Räder dran, kann man drehen, ne? Ey, du bist so niedlich. Sollst du den Papa an die Brille fassen? Wup, nein. Wup, wup. Nein. Nicht an die Brille fassen. Wup, wup. Ah, Hilfe! 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 Aua! Nicht meine Nase. Und du bist noch ganz fasziniert vom Staubsauger, ne? Ja, wobei Charlotte hat sich gleich der Saugmaschine gewidmet und zieht am Schlauch und so eine Sachen. Dann machen wir mal Feierabend für heute. Die Anna meint, die Möbel kommen gerade. Doch, die sehen echt cool aus. Ja, doch, die Auflage gefällt mir auch immer noch. Yes. Musst du dir da an den Kopf fassen? Ja, der Papa kann mir jetzt nicht bedienen. Ja. Ich habe trotzdem den Eindruck, dass die Glasplatte größer ist als die hier. Also die ist eine 120er oder eine 110er. Das kann sein, ist die vielleicht 120. Aber wie gesagt, die von meinen Eltern ist, denke ich, auch so 100. Doch, schön, gefällt mir immer noch. Na, Schnüffelmaus, gefällt dir das auch? Und wenn Oma Helga kommt, dann machen wir den Wintergarten sauber und dann könnt ihr hier auch ein bisschen drin, ne? Muss die Mama zwar trotzdem aufpassen wegen der Blumen. Hi. Ja, aber draußen ist doch viel lustiger als im Wintergarten im Sommer. Ja, aber hier können sie keinen Dreck fressen. Naja, ob wir das nicht auch trotzdem könnten. Ne? Ah.
sitzt auf dem großen Stuhl. Thron. Oh. Victoria mit dem schmutzigen Mund hat ihren eigenen Thron. Charlotte, willst du auch deinen eigenen Thron? Warte, Papa will bestimmt Kamera machen. Müssen wir erstmal hübsch machen. So, Prinzessin Charlotte. Prinzessin Charlotte auf ihrem Thron. Ha? Findest du gut? Müssen wir euch noch eine Krone basteln, wa? Du siehst immer noch ein bisschen aus wie ein Kosake mit deinem Ding hier. Aber niedlich seid ihr. Boing.